Vor 2 Jahren hat Dr. Johannes Wimmer seine erst 9 Jahre alte Tochter aufgrund eines Hirntumors verloren. Jetzt zeigte der Mediziner seine Trauer offen im TV. Am Freitagabend moderierte Dr. Johannes Wimmer gemeinsam mit Bettina Tietjen die NDR Talkshow, wo auch Gregor Meile sein neues Lied Gleichgewicht sang. Den emotionalen Song hat der Musiker seiner Mutter und seiner Tochter gewidmet. Nach Gregors rührendem Auftritt war der Moderator sichtlich mitgenommen. »Ich brauche einen Moment, um mich zu sammeln. Ich war heute an dem Grab meiner Tochter«, erklärte er unter Tränen. Mit so einem emotionalen TV-Moment hatte wohl niemand gerechnet. Gregor Meile stand auf und umarmte den Moderator. Das sind halt die Momente, die du nicht zurückkriegst, wo du dir denkst, für jeden Moment mehr hätte ich auch alles gegeben, so der Mediziner weiter. Von diesen ehrlichen Worten und Gefühlen war das ganze Studio ergriffen. Trotz des Gefühlsausbruchs empfand Dr. Johannes Wimmer Gregors Auftritt als sehr schön. Ich versuche auch viel Wärme in der Wehmut zu sehen. Es ist halt auch viel Schönes und die Erinnerung kann uns keiner nehmen, erklärte der Talkshow-Moderator wieder etwas gefasster. An diesen besonderen Moment werden sich die Zuschauer der NDR-Talkshow wohl noch lange erinnern.